Nick! Was ist denn hier Nick? Los? Was machst du denn da am Baum? Was machst du denn da? Was gibt das denn jetzt? Wir wollen doch die Leila rüberbringen. Nein, ich will nicht mit. Was mit? Wie, du möchtest nicht mit? Du gehst doch immer gerne mit, wenn wir die Leila abgeben. Die fühlt sich doch so wohl bei der Christiane. Nein, das ist mir alles viel zu umweltschädlich. Zu umweltschädlich? Was ist zu umweltschädlich? Die Fahrt einfach zum Flughafen und auch immer hin und zurück und wegen dem CO2 und so. Hä? Deswegen die Kartoffel im Auspuff letzte Woche. Ja, aber wir fahren doch in den Urlaub morgen. Wir müssen jetzt uns doch um die Leila kümmern, dass sie zu Christiane kommt. Nö. Weißt du, was ich mache? Hm? Ich rufe die Frau Richter an. Auf die Frau Richter bin ich gekommen, weil wir mit der ja sowieso einen Termin schon vereinbart hatten für nach dem Urlaub. Weil der Nick ja in den letzten Wochen so komische Umweltaktivistenaktionen gemacht hat und wir uns wirklich Sorgen gemacht haben. Und deswegen hatten wir einen Termin mit ihr. Und als der jetzt da an dem Baum saß, dann habe ich gedacht, vielleicht ist das irgendwie ein ähnliches Thema. Und dann rufen wir sie einfach spontan. Hallo, Frau Richter. Ja, Frau Sommer? Ja, genau. Ja, hallo, ich grüße Super, Sie. Super, dass das so kurzfristig geklappt hat. Dankeschön. Tut mir leid, gerade auf dem Weg zum Freibad, aber es würde sich sehr Guten Tag, Frau Richter. Hallo. Ja, genau, Sie kommen gerade richtig. Du? Das ist die Leila, unser Hund. Hi. Genau, den wollten wir eigentlich gerade abgeben bei unseren Freunden. Okay, darf ich mich gerade vorstellen? Hi, ich bin Diana. Hallo. Hi, geht's dir gerade gut? Ist es okay, wenn ich mit Mama und Papa mal gerade um die Ecke gehe? Ja, ich komme dann gleich wieder zu dir, okay? Damit ich mal ein bisschen weiß von Ihrer Seite aus, in welche Situation ich hier gerade reinkomme. Ich nehme an, er will da nicht mitkommen. Nee, genau. Das ist das Problem. Wir hatten ja den Termin eigentlich für nach dem Urlaub. Genau, ja, ja, da hatten wir ja schon gesprochen. Sie fahren morgen in Urlaub. Ja. Okay, so der Plan. Genau. Idee, womit das zu tun hat? Also, zurzeit ist er ein bisschen auffällig mit dem Thema Umweltschutz und hat mir da eine Kartoffel in den Auspuff vom Auto gesteckt, dass das Auto nicht mehr fährt. Ja, die haben das Thema in der Schule im Moment und das ist auch super. Das ist ja auch prima, dass dafür sensibilisiert wird. Aber deswegen hatten wir ja den Termin in 3 Wochen auch gemacht, eben wegen dieser ganzen Vorfälle. Ich meine, unser Fahrzeug ist kaputt. Also, das ist halt nicht mehr lustig. Also CO2 oder wegen Kraftstoff oder? Das ganze Umweltschutzthema ist ihm da so am Herzen jetzt, dass er jetzt von jetzt auf gleich, wir haben drüber gesprochen, jetzt will er nicht mehr in Urlaub fliegen. Mit dem Verdacht, dass es vielleicht mit der Umwelt, mit einem Projekt aus der Schule zu tun hat, habe ich dann die Eltern gebeten, reinzugehen und mich an Nick gewandt. Also, du bist ja Nick. Darf ich dich Nick nennen? Ja. Okay. Ich finde dich hier vor mit Handschellen am Baum gekettet. Und es ging wohl irgendwie darum, dass ihr euren Hund, zu Bekannten bringen wollt, weil ihr doch morgen in Urlaub fahrt. Ja. Okay. Was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, dass ich nicht mitfahren bzw. mitfliegen möchte, weil es viel zu umweltschädlich ist wegen dem CO2. Mhm. Okay. Aber ihr fahrt ja auch nicht jedes Wochenende. Also das heißt, so wie ich deine Eltern verstanden habe, ist das ja eine einmalige Sache dieses Jahr. Da könnte man doch vielleicht mal eine Ausnahme machen. Einmal ist meistens einmal zu viel. Okay. Okay, und ihr habt das Thema in der Schule aufgegriffen und seitdem beschäftigt dich das so sehr, dass du vor dieser Attacke, glaube ich, auch schon andere Sachen gemacht hast, ne? Ja. Okay, weil eigentlich sollten wir uns nach dem Urlaub erst treffen. Magst du mit mir ins Gespräch kommen, vielleicht mit mir was drin trinken, dass wir mal die Handschellen bei dir abmachen? Okay. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Vertrauensebene doch relativ schnell sich aufbaut, wo er mir verrät, wo die Schlüssel versteckt sind, damit ich ihn von den Handschellen befreien konnte, damit wir einen zweiten Versuch in seinem Kinderzimmer starten konnten. Weil ich muss ja herausbekommen, warum er alles boykottiert und warum er so reagiert. Wow, das ist dein Zimmer? Das ist ja cool. Danke. Boah, okay. Oh, du hast aber ganz schön viele Plakate. Erde verdurstet. Planet B früher. Oh, hast du das selber gemalt? Ja. Save the World. Das ist das Projekt in der Schule gewesen, was dann alles so ein bisschen bei dir verändert hat. Okay. Da unten sind noch Plakate. Ja. Darf ich da was draufmalen? Gerne. Echt? Machst du mit? Ja. Wasser, okay. CO2 beschäftigt dich. Also, das soll auf jeden Fall eine Plastiktüte sein. Oh. So, Plastiktüte. Warum ist die schädlich? Weil Plastik einfach schlecht für die Umwelt ist. Okay, und warum? Warum ist das so schlecht für die Umwelt? Das ist doch eigentlich ganz egal. Es ist einfach nur schädlich.
Naja gut, okay, pass auf. Plastik kann sich nicht zersetzen. Und das wiederum vermüllt unsere Meere. Und du hast da drüben so ein Plakat. Früher war der Fisch in der Packung. Heute ist die Packung der Fisch. Das ist damit gemeint. Deswegen habe ich das aufgegriffen. Dass die Tiere, die jetzt im Meer leben, so viel Plastik, wie heißt es, fressen und verschlucken, dass wir das ja im Grunde genommen schon wieder ein- oder aufnehmen. Dann mal du doch mal was, was dich interessiert, was du mit Umwelt eventuell in Verbindung bringst oder was dich beschäftigt. Erzieherin Diana Richter will auf diese Weise herausfinden, ob der Elfjährige den Urlaub mit seinen Eltern wirklich wegen des Klimaschutzes sabotiert. Denn die Familienberaterin hat da so ihre Zweifel. Flugzeug? Ja. Aha. So ein Flugzeug, mit dem ihr morgen in Urlaub fliegt? Ja. Mhm. Und was ist mit dem? Das stößt auch CO2 aus. Okay. Und ist das schädlich? Ja. So wie das Auto? Genau. Dafür, dass Niklas CO2-Ausstöße so schrecklich findet, war ich sehr erstaunt, ein riesengroßes Poster bei ihm im Zimmer entdeckt zu haben und auch ein Modellauto. Und daraufhin habe ich ihn angesprochen, auch warum er das Auto von seinem Vater boykottiert hatte mit einer Kartoffel. Und er meinte daraufhin nur, ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlimm und später möchte er gerne selber so ein Auto fahren. Das hat mich sehr stutzig gemacht. Es handelt sich auch hier nicht um ein E-Auto, er möchte einen Benziner fahren. Ich wusste, dass ich hier nicht weiterkomme und dass ich die Eltern ins Boot mitnehme. Ich bin im Zimmer mit dem Gespräch noch nicht weitergekommen, aber Sie sehen, er ist mir gegenüber ziemlich aufgeschlossen. Mhm. Ich habe so das Gefühl, es ist jetzt nicht böse gemeint, dass es nicht an dem Umwelt, also es ist nicht der Aktivismus, der ihn so begeistert. Weil viele Sachen, wo ich ins Detail gegangen bin, da konnte er gar nicht antworten. Oh, da sehe ich einen Globus. Darf ich mir mal den Globus nehmen? Bitte schön. Ja, klar. Das, oh, das ist super. Aber der kommt wunderbar jetzt natürlich. Ja, nee, der kommt mir nämlich jetzt wie gerufen. Ganz neue Töne hier plötzlich. Der kommt mir ganz... wie gerufen. Und ich bin auf die Idee gekommen, ich möchte mal wissen, fährst du gerne in Urlaub? Ja, sehr sogar. Okay. Sehr gerne. Wo wart ihr in den letzten Jahren denn im Urlaub? In den letzten Jahren waren wir so, also wir sind hier in Deutschland, waren so in Italien, in Frankreich. Dort überall. Und, ja. Okay. Mhm. Oh, das ist ja klasse. Okay. Und wie seid ihr da hingekommen? Immer mit dem Auto. Und wo geht es dieses Jahr hin? Nach Ägypten. Auch mit dem Auto? Nein, mit dem Flugzeug. Du hast nichts gegen Autos. Mit dem Umweltschutz, das nehme ich dir, das kaufe ich dir nicht so ganz ab. Das ist nur in der Schule angenommen und ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen vorgeschoben. Du hast ein Flugzeug aufs Plakat gemalt, du hast ein Auto aufs Plakat gemalt. Also es hat schon etwas mit dem Flugzeug zu tun. Da habe ich eins und eins zusammengerechnet und habe ihn darauf angesprochen, ob es vielleicht ein Problem gibt mit dem Fliegen. Und daraufhin hat er ganz kleinlaut zugegeben, dass er Angst hat. Warum? Weil ich hatte halt bei Mama und Papa eine Nachrichtensendung gesehen. Und da war halt ein Flugzeugabsturz, wo alle Menschen gestorben sind und halt nur noch die Wrackteile gefunden wurden. Okay, du hast einen Flugzeugunfall mitbekommen. Okay, und das hat dich so schwer beschäftigt? Ja. In den Nachrichten letzte Woche das. Das habe ich gar nicht, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nee. Das hat dich so mitgenommen. Da bist du plötzlich rausgegangen und wir dachten, du wolltest halt spielen gehen. Sohn Niklas hatte sich für seine Flugangst sehr geschämt und deshalb nichts gesagt. Die Familienhelferin steht dem Jungen nun mit praktischen Tipps zur Seite. Flieger sind immer noch das sicherste Verkehrsinstrument, was wir zurzeit haben. Natürlich passiert da auch mal ein Unfall, aber es sind so viele, die auch heil wieder zurückkommen. Nimm deinen ganzen Mut morgen zusammen und wenn du reingehst, ihr checkt ja erst ein, dann kommt ihr durch diese große Passage, dann kommt ihr in den Flieger und dort werdet ihr persönlich begrüßt. Und dann frag einfach mal die Stewardess und sag, dass das dein allererster Flug ist, ob du vielleicht mal einen Blick ins Cockpit werfen darfst. Oft ist es sehr beruhigend, wenn man weiß, wer dahinter am Steuer sitzt und wie das alles aussieht. Und ich hoffe, dass bei meinem zweiten Besuch nach dem Urlaub der Familie Sommer alles positiv verlaufen ist. Und tatsächlich verbringt die Familie einen erholsamen Urlaub. Sohn Niklas findet sogar Gefallen am Fliegen.